Hallo lieber Steinbock, wir schauen uns deine Karten an für den Oktober und du weißt eh, es ist eine allgemeine Legung. Schau, ob das zu dir passt, ob das stimmig ist. Ansonsten kannst du in die anderen Videos schauen, je nach Mondaszendentzeichen. Oder aber du buchst auch gerne eine persönliche Legung bei mir. Infos sind in der Videobeschreibung. Ja? Wow, also der Oktober ist ein bisschen eine Gefühlsachterbahn. Ja, generell Drama, Achterbahn, die dich sehr Richtung Neuanfänge schubst. Und da sind auch einige Möglichkeiten, die jetzt plötzlich da sind, die vielleicht lange nicht waren und du lange Unstimmigkeiten gelebt hast, wo du dir dachtest, mag ich eigentlich so in der Form, habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt, aber okay, ist halt jetzt so. Und jetzt bieten sich dir aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, das umzuwälzen. Ich habe bei dir massive Umstrukturierungen, Umwälzungen aktuell drinnen. Und wie das bei Transformationen immer ist, wird das immer von, also wir transformieren immer im Schmerz. Das heißt natürlich ziemliche Tiefphasen, ziemliche schmerzvolles auch ein bisschen auseinanderbrechen. Ja. Aber einerseits hast du das Drama, Dinge, die sich da auftun, wo das einfach Richtung Neuanfänge geht. Auf der anderen Seite eben auch hier wirklich die neuen Dinge, die in dein Leben dafür treten, ja? Die positiv sind. Ich habe generell heute bei sehr vielen von allen 12 Sternzeichen mit sehr vielen Neuanfängen und Transformationen. Also es dürfte sich im Oktober bei vielen einiges wieder tun Richtung Neues und Altes loslassen. Ja. Auch hier wieder, ich habe wahnsinnig viel, ich glaube, ich habe bei 3 oder 4 Sternzeichen auch Unehrlichkeit beim Partner. Ja. Bei dir, dass du da mit Herzensmensch an Dingen festhältst, aufgrund von Stabilität, dass du einfach sagst, das kenne ich, das ist stabil, darauf kann ich bauen, aber dafür die Gefühlsebene aktuell massiv leidet, ja, oder nicht da ist. Und Herzensmensch da einfach auch bei einigen Dingen. Ich glaube aber anders als bei den anderen Sternzeichen. Es wird nicht auf jeden Steinbock zutreffen. Bitte eine kleine Warnung. Schau, ob es wirklich stimmig ist für dich. Ja, wird nicht zu jedem passen. Ein bisschen das Gefühl, bei euch die Beziehung gefühlstechnisch total eingeschlafen. Ihr haltet es dran fest. Du auch als Fels in der Brandung irgendwie krallst dich daran. Ich habe das Gefühl, dass Herzensmensch, wenn du das Gefühl hast, Herzensmensch distanziert sich, Herzensmensch geht auf Abstand, Herzensmensch ist da ein bisschen dabei, sich ein bisschen von eurer Beziehung zu lösen durch dieses Auseinandergelebt. Ja. Ich habe es aber nicht endgültig da, dass das so ist, dass das nicht bereinigbar ist, wenn das für euch beide stimmig ist. Aber dann müsst ihr euch auf jeden Fall zusammensetzen und Lösungen finden. Ansonsten ist da durchaus auch die Gefahr, dass das zerbricht. Ne? Kurze Zwischenfrage, wie viele von euch Steinböcken haben einen Wassermann als Partner? Gerade auf die kann diese Legung sehr gut zutreffen. Ja. Naja, ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund, bis zu einer neuen Folge. Ja? Tschüss!